Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Dat Graf und ich heiße euch heute mal herzlich willkommen zu einer na doch guten neuen Folge von Star Wars New Republic. Diesmal sind wir hier auf der Valiant. Und Kira, was willst du? Wenn wir wieder auf dem Schiff sind, rennt nicht gleich weg zum Lichtschwerttraining. Ich möchte mit euch reden. Unter vier Augen. Oh, was habe ich schon wieder angestellt? Na gut. Ja, ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorgemacht, vorbearbeitet im Offline-Modus, weil ich habe Offline, aber halt ohne euch da was zu zeigen, weil ich tatsächlich hier die Vorlage habe. Ich möchte ja mit euch ein bisschen den Imperator töten und mit euch zusammen natürlich den Rang eines Jedi-Meisters erreichen. Und deswegen muss ich halt tatsächlich ein bisschen mehr heute oder weniger in dem Offline-Modus arbeiten. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt mittlerweile Stufe 45 erreicht. Meine Begleiterin möchte mit mir reden. Und wir fangen jetzt gleich mal an mit dem hier. Mal gucken, was er zu sagen hat. Wuff. Wuff, wuff. Wuff, 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 wuff. Einen Schritt näher und der Admiral stirbt. Was mit mir geschieht, spielt keine Rolle. Er wird uns alle vernichten. Tötet ihn! Niemand muss sterben. Redet mit mir, Warren. Nein, lasst ihn nicht in euren Geist eindringen. Er hat etwas mit meinem Kopf gemacht. Er hat mich gezwungen, die Sicherheitscodes für unsere gesamte Flotte zu verraten. Dieses Flaggschiff gehört dem Imperium. Bleibt und das Blut des Admirals wird an euren Händen kleben. Das seid nicht ihr, Warren. Der Imperator kontrolliert euch. Aber ihr könnt ihn verdrängen. Konzentriert euch. Nein. Ich will nicht vorgeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich bin endlich frei. Eure Jugend wird euch nicht retten. Mein Meister gab mir all die Kraft, die ich brauche, um das hier zu Ende zu bringen. Dann ist das beschlossen. Und dann machen wir auch gleich mal. Genug! Natürlich ist meine Begleiterin ganz gleich wieder am Heilen. Das ist sehr gut. Also wir wollen ihn ja nicht töten, wir wollen ihn ja dann wieder zurück auf die Seite. Der Imperator hat ihn ganz schön in die Mangel genommen. Das wollen wir natürlich nicht verhindern. Und deswegen wollen wir heute natürlich versuchen, dass wir den Status des Jedi Meisters erhalten. Und dann hauen wir auf die Tasten und gucken, was passiert. Nicht wert, dass ich jetzt gegen den Imperator. Guck mal, ob ich... Wieso besteht ihr darauf, ein Sklave zu bleiben? Mit eurer Macht könntet ihr alles tun und sein. Ihr könntet Welten beherrschen, alle Feinde vernichten, jede Frau haben, die ihr wollt. Ihr könnt mich damit nicht locken, Warren. Das alles brauche ich nicht. Aus euch spricht doch nur der Rat. Denkt doch für euch selbst. Ich habe wahre Macht gekostet. Ich werde niemals zu den Jedi zurückkehren. Dieser Krieg ist beinahe vorüber. Meister Braga wird das Imperium auf Corellia zum Sieg führen. Milliarden werden sterben. Der Krieg ist dem Imperator egal.
Er will die Galaxis zerstören und euch mit ihr. Ich frage mich, ob Raga das weiß. Spielt keine Rolle. Alles soll brennen. Dieser Mann hat mich dazu gebracht, die Sicherheitscodes unserer Flotte zu offenbaren. Das Imperium wird uns vernichten, wenn diese Informationen verbreitet werden. Er muss sterben. Soweit ich weiß, sind Jedi keine Scharfrichter. Wir können nicht riskieren, dass er entkommt und dem Feind verrät, was er weiß. Es gibt nur eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das nicht geschieht. Wir töten keinen wehrlosen Mann. Er war einst unser Verbündeter und ich hoffe, das wird er auch wieder. Sperrt ihn ein, bis andere Jedi kommen, um ihn zu holen. Verstanden, Admiral? Schwach wie immer. Deshalb versagt die Republik jedes Mal. Ich werde diesen Verräter zu meinen Bedingungen an Bord behalten. Die Meditechniker des Schiffs werden ihn ruhig stellen, bis eure Leute eintreffen. Wenn diese Informationen über Corellia wahr sind, sind unsere Truppen in Gefahr. Wir sollten besser alles mobilisieren, was wir haben. Ich werde das Oberkommando alarmieren. Ihr informiert euren Rat. Viel Glück. Und möge die Macht mit euch sein. So. Heute betreut. Dann wollen wir gleich mal wieder zurück zum Schiff und mit dem Hohen Rat der Jedi quatschen, beziehungsweise mit, ja, mit irgendjemand wird sich da schon melden. Ja, ja. Coole, 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 coole. Das war der falsche Eingang. Wo kommst du denn her? So kann ich ja nicht mehr. Imperialer Abschalten. Aber tatsächlich weiß ich jetzt gerade nicht, wo ich eigentlich hin muss. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Kutsche? Ah, da ist doch das Tor. Das ist doch das Tor, oder? Diese Tür ist verschlossen. Ich habe die Tür gefunden, das ist schon mal gut. Sehr gut. So. So, Dalle. Dann wollen wir mal zu dem Terminal und gucken mal, was da los ist. Buja. Admiral Dabrin und sein Flaggschiff sind sicher, Meisterin. Außerdem haben wir Warren gefangen genommen, aber ihr werdet feststellen, dass er verändert ist. Wir konnten Lia Naris helfen. Und wir werden auch herausfinden, wie wir Warren helfen können. Warren hat uns verraten, dass Meister Braga auf Corellia ist. Er ist im dortigen Krieg die Geheimwaffe des Imperators. Die Republik sendet alle verfügbaren Streitkräfte zur Verteidigung Corellias aus. Wenn Meister Braga den Feind unterstützt... Der Imperator hat kein Interesse daran, Corellia zu erhalten. Er will den Tod von Milliarden, um sein Ritual voranzutreiben. Findet Meister Braga und setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Nehmt sofort Kurs auf Corellia. Jawohl, Meisterin. Wird sofort erledigt
Und was bekommen wir natürlich? Oh yeah. Oh yeah. So, dann werde ich hier wieder erstmal einen kleinen Schnappschuss machen. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Ihr könnt das Ganze natürlich kommentieren, liken. Und für ein Abo wäre ich auch ganz stolz drauf. Und in diesem Sinne, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Dattgraf und ich sag Peace.